Moment. Er hat es bekommen, aber es ist verschwunden. Okay. Weiß zwar nicht warum, aber ich nehme an, das hat was damit zu tun, dass es auch eine Quest von Solus war. Das Plündern. Nett. Eine Elfenkapuze. Ich meine, theoretisch gehen wir mal gleich nochmal hier rein. Ich weiß nämlich, wer noch Kapuze braucht. Bitteschön. Na komm. Plöpp. Sieht ja auch so komisch aus. Ja. Und alle hopp. Ach, springen ist doch was Hübsches. So einem Spiel. So, wo gehen wir jetzt hin? Oststraßenbanditen. Stimmt, wir sollten die vielleicht noch alle ausmerzen. Dann ist die Straße hier wirklich halbwegs sicher. Was immer ganz gut ist. So, und vielleicht solltet ihr alle jeweils mal einen Trank nehmen. Neun. Achso. Hauptmanns Langschwert. Neun, neun, neun. Zack. Warum ich allerdings noch immer volle Health habe, weiß ich nicht. Und Z. Bam. Er macht viel weniger Schaden als Krieger. Guckt mal, 324 Damage. Liegt es an der Waffe oder ist das meine Schuld? Warte. Ich zieh mal auf sie. Ja, also so mache ich auch nicht viel Schaden. Oh, 69 Schaden, ne? Oh, verdammt. Ja, dafür müssen wir erstmal bis dahin laufen, um sie zu treffen. Warum rennen die weg? Sie ziehen sich zurück. Wir müssen ihnen nachsetzen. Okay, die locken uns definitiv in eine Falle. Aber ich glaube, wir können sie schaffen. Wir sind, glaube ich, schon Level 6. Bam! Tot. Bam. Na komm. Schön weiterschießen. Sind doch ganz schön stark als Bogenschützen. Moment, da drüben ist noch jemand. Treffe ich den von hier? Na komm. Ja. Aber der ist zu weit weg, glaube ich. Für den einen Schuss. Wow, durch die Kiste einfach durchgeschossen. Habt ihr das gesehen? Und das war sie. Cool. Das war diese Bedrohung. Niedlich. Und jetzt können wir wieder 1000 Sachen plündern. Liebesklinge, Karo-Stoff. Können wir hübsche Karo-Sachen bauen. Ich frage mich, ob das dann widerspiegelt, wenn wir Karo-Stoff nehmen, ob dann die Sachen auch karomäßig geformt sind oder ob das einfach nur Boni und andere Sachen bringt. Was ist das? Eisen. Wie gesagt, ich sammle nichts auf, es sei denn, wir brauchen Also es. schlagen wir unser Lager auf oder gehen wir weiter? Ach, wir gehen einfach weiter, ganz entspannt. Nein, natürlich schlagen wir das Lager auf. Komm schon, Sarah. Mitdenken. So. Was ich auch mal gerne sehen würde, Varric-Sarah-Kombination. Und das werde ich jetzt mal gleich machen. Indem ich Cassandra rausnehme. Dann fangen wir mit Varric an. Dann kommt Sarah. Na komm. Solus. Bestätigen. Denn ich glaube, dass die beiden eine bessere Chemie haben zusammen. So, wo geht's denn hier runter? Oh. Ist wieder ein kleiner Nug. Oh, so ein süßer Nug. Ich weiß nicht. Wow. Er steigt auf. Shit. Das sind Drachen? Was machen wir hier in einem Gebiet, wo es Drachen gibt? Die sind Level 12. Bleib bloß hier. Alter. Wow, er ist Level 12. Rückzug. Oh ja, Rückzug. Rückzug. Es gibt wirklich eine Rückzugtaste. Das merken wir uns aber. Oh, königliche Elfenwurzeln. Das ist ja mal was ganz anderes. Erstmal, dieses Gebiet merke ich mir. Ah, okay. Und dahinter ist dieses urtümliche rote Lyrium. Weltkarte, da waren wir schon. Es war ein Kerker? Das sah gar nicht aus wie ein Kerker. Irgendwie sind die Nebenquests hier oben, waren irgendwie, dieses Nebenquest war interessanter als die Fetch-Quest, die wir hier unten immer machen mussten. Kann ich jetzt von hier einfach sofort hinreißen? Super.
hinreißend. Ja, ganz viele schlechte Wortwitze gibt's heute. Diesmal möchte ich... Ja, machen wir das mal. Das Lager haben wir schon, ne? Von da komme ich doch, oder? Ja, ja, klar. Und was war das hier? Wird uns nicht angezeigt. Macht ja nichts. Ich sag ja nur, was ich gehört. Wow, poppt nicht alle auf. Das ist verwirrend. Die Ladezeit hätten sie dann doch dafür verwenden können, die Leute ein aufpoppen zu lassen, oder? Alles gut, wie es aussieht. Alles perfekt. Ich werde morgen nochmal rumfragen. Ich danke euch. Also ich kann mich bei Origins zum Beispiel überhaupt nicht dran erinnern, dass auch nur ein einziges Mal jemand aufgepoppt ist. Guten Tag. Die Kälte wird so schnell nicht nachlassen. Diese närrischen Dorfbewohner. Wo haben sie nur ihre Mäntel? Moment, die Leute frieren? Was benötigt ihr, um die Flüchtlinge vor der Kälte zu schützen? Decken, warme Kleidung. Was es so gibt. Das sieht eigentlich warm aus. Diese armen Teufel haben alles verloren, als die Magier und Templer verrückt geworden sind. Mhm. Wie wär's mit Wenn Hosen? Wenn wir in einem Dorf wären, könnte ich einfach eine Decke von einer Wäscheleine stibitzen und die Sache wäre erledigt. Aber hier draußen? Ich bin mir sicher, die Abtrünnigen haben jede Menge Vorräte. Ich konnte sie bisher nur nicht finden. Durch die ganzen Quests an. Den Elementen ausgeliefert. Wollt ihr mich veralbern? Steckte Vorratslager. Da könnten wir hier hingehen und dann alles uns hier angucken. Flache Atmung. Gibt's auch noch eine Quest nebenbei? Und nochmal urtypisch. Okay, das sind drei Nebenquests. Ich mach das mal. Oh, wir können von hier nicht reisen. Auf bald. Aber vielleicht konnten wir jetzt noch nicht reisen, aber müssten es jetzt können. Nein? Vielleicht muss ich erst die Waffe wegstecken. Das ist manchmal so. Ja, das war's. Verdammt. Nicht Tagebuch, reisen. Ja, bitte zum Ort reisen. Gucken wir uns doch nochmal hier ein bisschen um. Gucken, ob da wieder Leute in der Gegend rumpoppen. Diesmal sieht's nicht ganz so schlimm aus. Sind hier gleich nebenan. Wir sind mitten in so einem Gebiet, wo eigentlich Magier rumlaufen müssten. Vorratslager der Abtrünnigen. Moment, müssen wir die nicht jagen? Das muss eines der Lager sein, von denen Rekrut Whittle gesprochen hat. Nein, wieder treffen und töten. Sorry, so wieder. So schnell kann's gehen. Ich weiß nicht, mir gefällt irgendwie ein Bogenschütze jetzt wesentlich besser als ein Krieger. Aber hey, dafür gibt's ja die Gruppe, das ist total sinnvoll. Ich hätte jede Klasse auswählen können. Oh. Nein, nein, nein! Oh, zu spät. Ich darf die nicht anklicken. Die sterben sofort. Das ist halt das Coole, man kann jede Klasse auswählen und dann zack, nimmt man einfach irgendwen anderen aus der Gruppe. Gehen wir jetzt so lang? Ich glaube, wir gehen so lang. Ja, und dann kann man halt trotzdem jede Klasse spielen, ganz entspannt. Immer auch zwischendurch wechseln, wenn einem zum Beispiel eine Klasse wieder langweilig geworden ist. Kann man einfach die nächste spielen. Ja, das trifft natürlich jetzt nicht. Boom. Ich glaube, wir mussten Widderfleisch finden, wenn ich mich nicht täusche. Übrigens hat der keins. Wie kann das sein? Das ist wieder typisch RPG-Logik. Ein Widder kann zum Beispiel irgendwie Geld dabei haben, aber kein Widderfleisch. Das ist so, irgendwie kann das nicht passen. Naja, macht ja nichts. Ah, das ist zu weit weg. Außerdem haben wir hier noch einen echten Gegner. Pff, der war aber schnell dran. Oh, er ist immun gewesen. Punk. Oh, wir haben uns gerade selbst verletzt. Aua. Will plündern. Muss plündern. Oh, es geht nicht. Jetzt geht's. Zack. Wir nehmen einfach alles mit, bis mir irgendwann mal gesagt wird, ja, dein Inventar ist voll. Falsches Tier. Aus dem verfehlt. Oh ne, doch nicht. Da wieder. Widder ohne Widderfleisch. Ah, hier ist allerdings wieder Fleisch noch dabei gewesen. Anscheinend habe ich es nicht genommen.
Hier haben wir noch mehr Widderfleisch? Woher kommt denn das? Ich meine, von mir aus, dann müssen wir die nicht mal töten. Vielleicht hat jemand anderes sie getötet. Oder irgendwie funktioniert das Spawnen nicht richtig. Mann, ist die Fähigkeit cool. Fast 1000 Schaden. Bogenschütze OP plus fix. 700 Schaden. Das ist irgendwie 12 bis 20 Mal so viel, wie der Krieger mit seinen Fähigkeiten macht. Gucken, ob ich auf die Fernung... Boah. Komm schon. Oh yeah. Sniper. Na komm. Bam. Das ist cool, aber wir wollten ja erstmal in die Richtung gehen. Oh. Irgendwo sind hier Gegner in dem Fels versteckt. Oh oh. Da seid ihr. Hallöchen. Tschüss. Ach, das ist Hollis. Er sieht genauso aus wie die anderen Magier. Und er fällt sich auch so, deswegen. Fort mit dir! Zu einfach. Okay. Soll ich jetzt hier den Berg hochlaufen oder ist das hinter dem Berg? Ist hier eine Höhle? Nee, ich glaube nicht. Ja, wir bewegen uns schnell genug vorwärts. Es liegt irgendwie an der Ansicht, dass es so mir vorkommt, dass wir uns langsam bewegen. Boom, kill. Oh, doch nicht. Fast. Na komm. Manchmal schießt sie nicht. Okay. Gucken wir mal, was die Templer so dabei haben. Verlobungsring der Dalish. Bring den Ring. Noch eine Nebenquest. Brief. Templerlager. Noch ein Nebenquest. Okay, an der westlichen Straße. Da gehen wir so oder so früher oder später hin. So, wo muss ich denn jetzt bitte hier abbiegen, um zu dem richtigen Gebiet zu kommen? Ich meine, es ist hier einfach nur ein riesiger Berg. Wir probieren es einfach mal mit der guten alten Skyrim-Technik. Nope, ab hier geht's nicht mehr. Aber man kommt schon ganz schön eine Schrägen hoch. Das würde man als normaler Mensch nicht schaffen, so an einer richtigen Felswand, ohne Kletterwerkzeug. Einen Berg hoch zu... klettern. Na komm. Irgendwo hier muss doch ein Weg nach oben sein. Ah, oh, es ist eine Schmugglerhöhle. Daran liegt's. Aber nur knapp. Ich hab's überlebt. Mir geht's gut. Los geht's. Moment. Ist das wieder die gleiche Schmugglerhöhle wie vorhin? Nee. Bumm. Hier gibt's aber eine ganze Menge Drachen. Weitere Vorräte für Rekrut Whittle. Dragostein. Dragostein ist seltener, deswegen nehme ich es mir auch gleich. Moment, die können wir nicht plündern? Doch, cool. Hat sie es geschafft? Hä? Sie hat sich doch da... Ach nee, sie hat das Eisen aus der Wand genommen. Das sah so aus, als hätte sie sich tatsächlich daran gemacht, die Kiste zu öffnen. Aber dann war es gar nicht so. So, da gehen wir so oder so später hin. Nagender Hunger. Okay, also hier gibt's auch noch. Der Verführer. Was? Brennt. Okay, wir drehen jetzt erstmal wieder um. Obwohl, ich kann jetzt, da ich eh schon auf derselben Höhe bin, erstmal hier rüber gehen. Moment, falsch. Falscher Charakter. Ich will einen auf Bogenschützen machen. Boom! Und dann... Oh, jetzt hat er ihn rübergezogen. Oh, oh. Boom, Feuer. Landsknechte, warum greifen die uns denn an? Hm, sie haben Seide dabei. Gut genug. Wow. Ach, das ist bestimmt wieder nur Eisen. Hallo, Mr. Widder. Ich kann ihn leider nicht entkommen lassen.